Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Na, noch kein Weihnachtsgeschenk oder du brauchst einfach eine Deko für die Weihnachtszeit? Dann schau dir das Video an. Innerhalb einer halben Stunde hast du diesen Tannenbaum gebaut. Materialkosten unter 5 Euro. Die schriftliche Anleitung findest du unten in der Videobeschreibung. Die stammt von tischleindeckdichblog.de. Und auf der Seite findest du auch die Druckvorlage für dieses Nagelbild hier, sodass du echt effizient damit unterwegs bist. Ich zeige dir jetzt, was du brauchst, wie du Schritt für Schritt vorangehst und wünsche dir viel Spaß. Und viel braucht ihr wirklich nicht. Es ist einmal dieses Brett hier aus dem Baumarkt. Da bekommt ihr dann zwei Stück raus für 3,20 Euro hat es gekostet. Die Wolle für 1,50 Euro in schönem Grün. Dann Dachpappnägel ist das günstigste. Ja, also indem man Dachpappe eigentlich montiert. In der Anleitung hatten die andere, der hatten so schwarze Nägel, haben oben noch weiß gemacht. Ich nehme jetzt einfach die, weil ich sie habe und tue sie einnageln, hinterher weiß machen. Dann noch ein Hammer zum Festnageln. Eine Säge, um das Brett nochmal durchzusägen, aber man kann es sich ja auch im Baumarkt zusägen lassen. Und eigentlich wollte ich so einen Brenner nehmen zum Anflamen. Ich nehme jetzt hier meinen Campingkocher, weil ich meinen Brenner nicht finde. Kanten breche ich jetzt mit dem Hobel. Kann man auch einfach Schleifpapier nehmen, kein Problem. Jetzt bin ich mal gespannt, wie gut es mit dem Unflame hier geht. Das ist ein Benzinkocher, da muss immer so ein bisschen vorglühen. Mal gucken. Na, das ist noch nicht ganz on temperature. Das wird ganz schön. Dann legen wir einfach hier mal die Schablone drauf. Voila, fertig. Jetzt werde ich die Nagelköpfe anmalen und danach das Papier wegreißen. Bisschen eingetrocknet die Farbe, wo ich da habe. Mal gucken. Okay. Und jetzt habe ich einfach mal von unten angefangen mit Aufwickeln ohne System. Und ja, sah dann echt gut aus. Und jetzt habe ich dem ganzen Ding noch einen Ständer verpasst, dass man es hinstellen kann. Dazu habe ich zwei Löcher gebohrt. Und die kupferfarbenen Dinger sind jetzt so Dübelhilfen. Reingesteckt, da sind so Spitzen dran und dann hinten den Halter einmal drauf gedrückt, dann hat man die Löcher genau übertragen und mit einem scharfen Holzbohrer dann ein bisschen reingebohrt und vom Achterdübel ein kleines Stückchen abgesägt, reingesteckt und das hat echt gut geklappt. Ja, das war's schon wieder. Ich finde das Teil mega, richtig schnell gemacht, also halbe Stunde haut hin. Optisch macht's echt was her. Daumen hoch, bis zum nächsten Video. Ciao.